Schnibbeli-Bibbel. So sieht's aus. Wir machen jetzt Schnibbeli-Bibbel. Kommen Sie mit oder nicht, oder wie? Aber hier war doch ein Orden, habe ich doch richtig. Eine Waffenkiste war ja okay. Ich weiß nicht, ob hier eine Waffenkiste war. Ja, die ist hier hinter. Kommen Sie jetzt Schnibbeli-Bibbel machen oder muss ich das wieder alleine machen? Habe ich denn jetzt mein richtiges Gewürchen? Ja, hatte ich. Ich mach mal Nachtsicht. Steh mal auf und mach den ersten Schnibbeli-Bibbel. Wo ist denn der? Der erste schläft. Der wird schön im... Da schlafen, die schlafen, die holen wir jetzt beide, die holen wir beide weg. Wo sind sie denn? Ich bin hinter. Die ist immer noch da oben, ey. Kommen Sie jetzt, wir machen Schnibbel die Bibel, ganz schnell. Okay. Sie den rechts in der Ecke. Passen Sie auf, gehen Sie, wo sind Sie denn jetzt? Schnibbel die Bibel machen. Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass Sie von der anderen Ecke kommen, aber naja. Haben Sie den auf drei greifen? Warte, stopp, ich greife den bei drei. Eins, zwei, drei greifen. Und niederschlagen. Eigentlich wollte ich den ja kaputt machen. Ist ja dasselbe. So. Die haben wir schon mal weg. Jetzt holen wir die anderen Schnibbel, die Bibels. Die sind ja an der Straße sind die. Ball. Und los. Schnibbel, die Bibel. Da unten sind die. Du rechts, ich links? Ja, könnte man machen. Ich bin bereit. Warte, ich noch nicht. Ich sehe den nicht. Scheiße. Ich bin zu klein. Kennen Sie das? Wieso bin ich so klein? Da gehen Sie mal weiter oder wie? Ja, ich bin zu klein. Ich sehe den nicht von hier aus. Den Schnibbeli-Bibbel. Ich bin zu klein. So, jetzt könnte ich. Den linken. Stopp. Ich muss den rechten nehmen. Ja, ich kann. Okay. 3, 2, 1, Schuss. Tango getroffen. Das habe ich mit der Pistole gemacht. Ne? Jetzt sind da hinten aber noch mehr. Du musst dein Dröhnchen noch mal. Ja, du siehst, da hinten ist noch alles Yelp. Yelp? Ich lass mal Dröhnchen hören. Ja, machen Sie mal Dröhnchen da. Ich guck mal. Kann ich das schon aus? Nee, kann ich noch nicht. Ausrüstung. Da ist der Heli. Ich sehe da aber gar keinen. Sind Sie im Gebäude? Keine Ahnung. Sie müssen die auf jeden Fall markieren, sonst haben wir ein Problem. Ah. Ich vermute, die sind im Gebäude. Da sollen wir da mal gucken. Wahrscheinlich. Die kommen schlafen. Sie, wir hier mal gucken. Die schlafen, ist halt dunkel, ne? Holen Sie mal Ihr Dröhnchen. Hab ich schon. Zurück und wir gehen mal gucken. Ja, die werden schlafen. Ich gehe hier mal gucken, in dem Gebäude hier, wenn ich da reinkomme. Scheiße Nachtsicht, die taucht da auch so nichts, ey. Also hier ist nix. Hier geht's aber nach oben. Mhm. Hier machen wir Schnibbel die Bibbel. Hier ist aber auch nichts. Hier geht nochmal nach oben. Vielleicht können wir von hier oben mehr sehen. Also nicht das Meer sehen, sondern mehr sehen. Ja, ja, mehr. Ja, eins sehe ich. Ja, ein Schnibbel die Bibbel. Ja, los, komm, dann rein, da die pennen alle. Nutzen wir die Chance und töten die einfach. Weil ausquetschen kannst du die sowieso nicht. Wie jetzt so richtig so einfach so. Sonst wird ja. Wo rennen sie denn hin? Ich gehe zu dem Wasser. Schnibbel die Bibbel. Nachtsicht aus. Ich gehe rein. Ja, machen sie einen Weg. Schnibbel die Bibbel. So, wir holen die nächsten Schnibbel die Bibbels. Die sind hier auch irgendwo. Das ist ein. Kamado, vamos Kamin. Und Schnibbel. Ist hier auch noch jemand? Hallo? Ja, ich habe hier auch noch jemand. Ja. Ausgeschaltet. Ja. Wir gehen weiter. Ja. Hier ins Gebäude. Wo sind sie? Oh, ist hell. Die sind falsch. Nee, ich bin nicht falsch. Hier liegt noch einer. Ja, weg machen. Weg gemacht. Hier ist aber noch jemand. Hier, ja. Hier muss noch jemand sein. Ja. Hier in dem Turm. Ja. Gehen Sie mal gucken. In dem Turm? Ja. Gut. Siehst du doch, dass das gelb ist da. Ja, ich war hinter Ihnen in dem... Gehen Sie mal gucken. Entweder ist der hier... Der ist unten wahrscheinlich. Oder unten. Wir gehen mal unten gucken. Oh, hier ist eine Tür, die ist zu. Da komme ich nicht rein. Ja, dann müssen wir von oben.
Wir machen ganz gut, die stehen gleich auf, legen gleich wird hell. Ja. Wenn die alle schön im Schlaf kaputt machen. Oh, der eine steht hier mit dem Gewehr. Ich sehe einen Scharfschützen. Okay. Du sollst den töten. Ja, ich wollte ihn kitzeln. Los, jetzt rein in die Gebäude. Wir müssen unbedingt. Schnibbeli-wibbel. Da muss schneller gehen. Ja, da war ich doch gerade schon. Nein, da warst du nicht. Doch, der war doch hier am Schlaf. Nein, du warst nicht da drin. Doch. Laber doch nicht. Du bist hier nicht drin gewesen. Hier warst du garantiert nicht drin. Hier. Da oben. Da oben. Schnibbeli-wibbel. Ah, Schnibbeli-wibbel. Toll, zwei Schüsse. Ach so, sind zwei Leute, zwei Schüsse, okay. Wir haben ein Dokument erhalten. Ja, wir schauen mal. Da die Aufzeichnung. Psst. Die Fehlinformationen und dieser Tarnkram haben mir geholfen, den Sicario für Hilfe zu verhören. Ich würde gern sagen, dass ich an dem Nachmittag mit Juri und Polito das erste Mal Spaß daran hatte, einem Gefangenen weh zu tun, aber das wäre gelogen. Na geil. Ich fühle mich zwar nicht schuldig, aber prahlen würde ich damit nicht. So, alles sauber. Ich glaube, wir können alles weggemacht? Gut, ja. Die Guten sein wie die Bösen, verstehst du? Alles Schnibbeli-Bibbel hier. Wie diese Turteltauben, so viel Böses wie die tun. Sie sind auch in der Lage, etwas Gutes zu vollbringen. Da ist noch ein Schloss. Sie haben den Ruf von totalen Psychos, was sie sicher auch sind, aber die meisten ihrer Verhörmethoden sind direkt aus dem Lehrbuch. Amerikanische Schule. Lass sie raus. Den Rest, den abgefahrenen Scheiß, hat Polito aus einem französischen Erotikroman, der sich Geschichte des Auges nennt. So, da oben ist noch die Kiste. Ich will sie nicht verteidigen. Jo, hier ist eine Waffenkiste. Jawohl. Oh, 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 oh. Ausrüstung nehmen. Geil, das kann ich gebrauchen. Leichtes Maschinengewehr, da können wir nichts mit aufnehmen. Eigentlich können wir da nichts mit anfangen. Na, MG 121. So, jawohl. Alles Schnibbeli-Bibbel gemacht. Ja. Oh, da können sie, komm mal hier, da können sie ein bisschen üben hier. Oh. Dreimal Kopfschuss. So, einmal auf die Karte gucken. Hier ist was Neues. Vorposten. Also umdrehen. Zielen und Schnibbeli-Bibbel. Wir haben noch Fragezeichen und sowas alles. Itakura. Warten Sie mal, ich guck mal auf die Karte. Können wir dann. Naja, die Drohne schafft das nicht, ne? Nee, bis da, weg, nee, ne? Da kommst du nicht hin. Da ist der Story-Einsatz. Flamme der Rebellion, da sind wir ja abgekackt. Nee, nee, das sind ja mehrere. So, der Frage. Nee, sind 800 Meter, das schaffen wir nicht. Aber ich gucke mal eben ganz kurz. Ich habe nämlich 26 Fähigkeiten und ich kann die Drohne erweitern. Ja, in der Reichweite. Nee, in der Reichweite nicht. In der Batterie. Nee, ich kann auch gar nichts machen. Gar nicht. Aber ich kann den Cooldown verbessern und das Tempo. Habe ich ja noch gar nicht. Muss erstmal die Reichweite erhöhen. Markierungsbereich kann ich auch. Und ich kann die tarnen. Muss unbedingt die Reichweite erhöhen. Dann hört die keiner. Ja. Und ich kann einen Krachmacher machen. Du brauchst du nicht. Weil doch, wir ja sneaky arbeiten. Ja, Entschuldigung. Immer sneaky. Und dann mache ich den Markierungsbereich wenigstens. Oh. Ich hole mir mal ein bisschen Munition. Doch besser ist natürlich, wenn die, ballern kann. Ja, das ist natürlich noch schön. Schon mit meinem Muni. Okay. Hab ich doch schon geholt. Und wir gehen mal in die Ausrüstung. Was haben wir denn neu gekriegt? Haben wir überhaupt was neu gekriegt? Ja, ein Maschinengewehr. Ja gut, das können wir ja nicht gebrauchen. Ja, pass auf, dann fliegen wir mal eben zu dem Fragezeichen. Moment, wir gucken mal, ich komme mal zu Ihnen. Oder wir fliegen zu dem Orden am besten, weil dann schaffen wir das in der Folge hier auch noch. Ja, das stimmt. Wir gucken mal, wo der Orden, da ist der Orden, ne? Ne, das ist ein Fertigkeitspunkt. Steigen Sie mal ein im Hubschrauber. Wo ist der Orden? Wo soll der denn sein? Ich habe ihn schon markiert. Echt jetzt? Wir haben noch Fertigkeiten und Fragezeichen, die müssen wir auch mal frei machen. Ja, sie müssen erstmal einsteigen. So, ja. Jo. Ich weiß, rechts frei, links frei, ne? Naja, wie immer.
ganz gemütlich. Das ist so ein Stabsfeldwebel. Die müssen lauter reden. Das ist so ein Stabsfeldwebel-Hubschrauber. Echt? Aha. Da müsste ich ja hinten sitzen eigentlich. Der kommt ja gar nicht aus dem Pötter hier. Viele Gegner plöppen ja auf. Ja, die können ja ruhig plöppen. Die wollen doch wohl nicht in den Strommast, ne? Heute nicht. Heute bin ich gestorben. Ein schlechter Tag zum Sterben. Aber ihr habt schon gemerkt, Leute, wir versuchen auf jeden Fall die anderen Bereiche noch nicht anzukratzen. Ja, ja, wir machen erstmal den einen. Wir machen erstmal den einen Bereich. Da fehlt uns ja noch ein zweiter Orden, ne? Ne, den haben wir schon. Der zweite, da fliegen wir jetzt gerade hin. Ah, okay. Das den einen Orden haben wir doch vorhin geholt. Okay. Da wo war Schnibbel die Bibel gemacht da? Ne, gar nicht, war da war nicht Schnibbel die Bibel. Oh, da ist ein Heli. Alter, wie geil das aussieht, ne? Ich mach mal Fotomodus an. Ah, gar nicht, war da, fliegt hier weg. Können Sie mal mit Ihrem Heli mal stehen bleiben? In der Luft? Ja, wir können nur hovern. Das ist kein Problem. Hovern Sie mal. Ja, ich hover. Bleiben Sie mal stehen, bleiben Sie mal stehen. Sie müssen stehen bleiben. Dann bleiben Sie doch mal stehen. Ja, bin ich doch. Ja, Sie bewegen sich trotzdem. Oh. Danke. Foto habe ich gemacht. Okay, können wir da fliegen. So, da unten ist auf jeden Fall schon mal. Sie müssen außerhalb, weil da sind garantiert Gegner. Das kommt mir so bekannt von die Ecke da. Ja, irgendwie ja. Irgendwie ja. Ich habe so ein ganz schlechtes Gewissen dabei bei dieser Ecke da. Ja, ich jetzt nicht gerade, aber. Ja, Sie haben gesagt. Warten Sie mal eben, bevor ich. Ich steige, ich muss mal eben was gucken. Warten Sie mal Sie, eben. Sie sagen mir. Warten! Oh, da sieht sie einer. Jetzt nicht. Ich habe mich geduckt. Ganz ruhig bleiben. Kann denn? Nein, sie machen nichts. Waren wir da nicht vorhin und oder in der letzten Folge? Das war doch die Ecke, wo wir Ramsdi Bamsdi gemacht haben, wo ich zweimal gescheitert bin, ne? Ja. Kommt aber auch hier nicht. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum. Drohne fliegt. Warum sich das alles so schwer tut hier. Ich habe auf 4K gespielt. Ach so, okay. Aber eigentlich nimmt er ja auf 1440 auf. Also sollte nicht 4K spielen. Ach, der Orden ist. Ey, sag mal, ist das nicht da, wo wir den das ist doch da, wo wir den Hubschrauber geklaut haben. Nee, dann ist er ganz woanders. Sehe einen dritten. Bin ich mir jetzt nicht. Ja doch, hast recht. Stimmt. Also es sollen hier nur zwei Stück sein, wenn ich das hier richtig in der 3. Okay, aber die sind da hinten, da müssen wir gar nicht hin. Ja, los, komm, einfach rein da, kommen sie. Warte. Nicht wieder lange überlegen. Ja. Wir gehen jetzt da rein und machen die alle nacheinander weg. Das sind mehr als drei, das sage ich jetzt schon. Naja, gut, wir müssen ja nur hier im vorderen Bereich. Den haben sie zum Beispiel nicht markiert. Ich sehe einen Hauptmann. Hier ist er auch gar nicht mehr. Achso. Doch, okay. Das ist da, wo wir den Hubschrauber geklaut haben. Doch, ne? Ja, sicher. Ja, und dann lag der Orden dann mal so eben. Dann haben wir den gar nicht mitgenommen. Wir sind auch wieder. Wir machen die alle weg. Nein, wir machen ja gar keinen weg. Nur wenn wir wegmachen müssen. Ja, warum müssen sie denn? Müssen sie unbedingt, ey? Tango getroffen. So, der Orden liegt hier, ich nehme ihn mir. Ja, machen sie schneller, kommt einer auf uns zu. Und weg. Ich habe den Orden auch genommen. Ich kann nicht weg, da kommt jemand. Okay, verstanden. Der hat dich gesehen? Nee, der meinte, der mich gesehen. Nee, der kommt jetzt. Schuss in die Brust. Lass mich das machen. Ich mach den weg. Von mir aus. Ich lass den jetzt erstmal dran vorbei. Und dann gucken wir mal. Wenn er sich traut, heißt er. Ja, der traut sich. Ein ganz mutiger. Sehen Sie das? Mm-mm.
Ja, dann kommen Sie mal zu mir. Bin schon da. Dann haben wir den Orden schon mal. Ist schon mal gut. Rein in den Heli und weg. Jawohl. Wo geht's jetzt hin? Rechts frei, links frei und weg. Genau. Und jetzt geht's nämlich zu dem Fertigkeitenpunkt. Ja, fliegen Sie einfach mal. Wir gucken mal eben. Aber irgendwie, das mit den Einsätzen gefällt mir ja noch gar nicht, ne? Drei Einsätze haben wir noch zu machen? Ja, das sind die, Noch zwei Zubehörkisten brauchen wir. Zwei ja. Fertigkeitspunkte, die Orden haben wir. Fertigkeiten kriegen wir jetzt auch noch wieder ein. Ja, wir brauchen das, aber zwei. Das sieht so schön aus, ne? Wenn man hier so drüber fliegt, ja, ne? Ist schon geil. Meine Güte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir Wildlands wirklich weit besser gefällt als Breakpoint. Ja. Muss man ja auch mal zugeben jetzt, ne? Ja. Dann ist ja nun mal so. Idyllisch. Ach, hier waren wir auch schon hier unten. Das war doch da, wo ja, der... Ja. Aber die ganzen Gegner sind wieder da. Das ist auch wieder das Problem. Was hatten wir? Wo hatten wir das? Park Ride. Ja, genau. Fünf. Weil eigentlich sollte das so sein, dass die alle weg sind. Ja, finde ich auch, dass die Karte dann sauber ist. Aber wir sammeln dann eben mal alles ein, eben schnell. Naja, der Heli ist nicht so schnell, aber mein Gott. Ach, hier waren wir da auch schon, haben wir hier nicht die Flugzeuge? Nee. Ja. Ja, dann klar, Flugzeug und die beiden Helis. Ja, ne? Ja. Schön, wie das aussieht. Außerdem steht da unten ein schnellerer Heli. Für uns. Gehört ja zu uns, ist ja unseres. Der ist ja kaputt. Nee, flieg mal weiter, der ist kaputt. So wie das aussieht, oder? Nee, geh mal runter. Ich glaube, der ist schneller. Der ist auch bewaffnet, glaube ich. Nicht mal da rein. Götter zu uns. Wir wechseln mal eben den Heli. Ei, ei. Ich glaube, der ist besser. Der ist auch schneller, glaube ich. Wollen Sie fliegen? Nein, Sie fliegen. Rechts frei, links frei. Okay. Oh, die schneller, ne? So. Oder? Hoch, müssen hoch. Oh, guck mal, eine Bahnlinie, oder? Nee. Wo ist denn eine Bahnlinie? Nein, das war so gerade so, ich dachte, vergessen Sie es. Eine Bahnlinie. Aber die ganzen höher. Ja, ja, ich bin da böse. Mal die Straße, wie sie zu dem Berg hochschlängeln, ne? Ja, es ist schon geil, es ist geil gemacht. Und ich frage mich immer noch, warum man auf die Idee gekommen ist, diese ganze Ghost Recon Reihe einzustampfen. Also, verstehe ich nicht. Ja. Und dann alles in Free-to-Play zu machen, das ist so lächerlich, ne? Das ist lächerlich. Ja, die Leute wollen halt nicht sowas spielen. Ja, aber was soll denn der Scheiß? Die wollen alle Fortnite. Und ja, können sie ja alle machen, ist doch nicht schlimm. Aber dann muss man doch die Ghost Recon-Reihe nicht kaputt machen. Ja. Das ist halt alles Geld und gute Programmierer auch. Und ich finde es halt nicht mehr so einfach. So, Sie gucken mal eben, da unten soll ein Unidat sein. Ja, die fahren hier unten lang. Da ist eine Straße, wo die Straße verfolgt da, ey, cool. Hoch! Ja. Das ist eine Unidat-Basis. Nein, da ist keine. Das ist eine Unidat-Basis. Vor uns. Das sieht man doch. Ja. Da brauchen wir nur den Orden. Mit Wachturm, ja, da ist er aber drin. Da will ich mal langsam runtergehen. Bisschen weiter vor, bitte. Weiter, weiter, weiter vor, weiter, weiter. So. Sie haben ja ihr Dröhnchen ausgebaut, haben Sie gesagt. Ja, dann machen Sie mal. Ich hab nicht weiter ausgebaut, aber ich kann trotzdem. Das ist eine Unidat-Basis. Alles Unidat-Typen da drin. Da ist ein zweiter Tango. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Drittes Ziel, da. Gar nicht, ne? Nee.
Aber ich sehe da was. Was sehen Sie denn da? Der Turm ist extra. Das heißt, wenn wir von der einen Seite. Der Turm kommen, ist im Dings, im Gelände. Tango 5. Ach, da oben ist ein Scharfschütze, scheiße. Kannst du den erledigen, der Scharfschütze auf dem Turm? Haben Sie schon mal von unten nach oben geschossen? Ein bisschen schwierig, ne? Ich weiß nicht. Ich kann dann versuchen, ob ich an den Rand komme, aber. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen Ramsti-Bamsti machen muss. Oh nein. Nicht bei Unidad, die sind so hartnäckig. Ja, macht ja nichts. Können ja ruhig. Ich komme da nicht ran an die Scheiße. Doch, ich komme rein in die Basis. Ich bin am Eingang. Hm. Oh, hier ist noch jemand. Oh, Scheiße. Alter. Ich könnte den aber töten. Ja, ich sehe ihn auch gerade. Aber. Nee, Sie sehen den nicht. Doch. Der guckt gerade mit dem Fernglas. Naja, ich weiß. Oh, der geht. Nein, bei mir steht der. Der geht. Der ist jetzt. Okay, der eine ist. Der bewegt sich gerade. Alter, wir überlegen uns was, ne? Also, wir sehen uns. Leute, macht's gut. Tschüss. Der Turm ist weg. Tschüss.